Herzlich willkommen bei Tipps für Autofahrer. In diesem Video geht es um das Thema Führerscheinentzug, also Thema Bußgeldverfahren, zu schnell gefahren, über rote Ampel gefahren. Führerscheinentzug temporär, also es droht praktisch ein Monat Führerscheinentzug oder 2 Monate oder 3 Monate, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt. Ich führe ein Interview mit einem der besten Anwälte in Deutschland, mit dem Rechtsanwalt Christian Fuhrmann von Stuttgart. Er ist vom Focus Magazin seit 2014 jedes Jahr aufgeführt als Top-Verkehrsanwalt in Deutschland. Ein absoluter Spezialist. Also wenn du in der Gefahr stehst, dass dein Führerschein entzogen wird, du zu schnell gefahren bist, bleib da dran. Es ist sehr, sehr interessant. Es kann dir den Führerschein retten, dass du ihn nicht abgeben musst. Und jeder andere empfehle ich, das Video anzuschauen. Vorbeugend, nach dem Intro geht's los. Wenn dir der Führerschein schon entzogen wurde, gibt es unter diesem Video zu dem Thema, wenn der Führerschein schon weg ist, ein anderer Teil von dem Interview, auch mit dem Rechtsanwalt Fuhrmann, welches dir sehr, sehr helfen wird. Ich würde empfehlen, schau dieses Video an und klick nachher aufs andere Video. Das andere Video ist ein bisschen kürzer, aber sehr, sehr gut vom Inhalt her. Okay, ich fahre jetzt los nach Stuttgart und treffe mich mit dem Christian Fuhrmann. Ich bin der Bernd Hertfelder, bin öffentlich bestellter, vereidigter Kraftfahrzeugsachverständiger von der Handwerkskammer Region Stuttgart. Normalerweise geht es in meinem Kanal Tipps für Autofahrer um Unfallschäden, wie man Geld zählt und Ärger spart mit Unfällen oder wenn man Reparaturprobleme hat. Heute ist sehr, sehr interessantes Thema. Ich bin hier bei BLF-Rechtsanwälte, bei dem Herr Christian Fuhrmann. Und wie ich schon vorher in der Einleitung sagte, er ist ein absoluter Spezialist in Deutschland. Thema Fahrverbote, Thema wann droht der Führerscheinentzug, wie kriegt man, wie vermeidet man oder was kann man tun, dass der Führerschein entzogen wird oder wenn er schon entzogen ist. Ich gebe ihm das Wort, er ist der Spezialist, Herr Fuhrmann. Also. Ja, vielen Dank, Herr Hertfelder. Also schön, dass Sie da sind und wir haben uns ja im Vorfeld kurz darüber unterhalten, dass wir heute vielleicht ein paar Tipps mit an die Hand geben wollen, wie man möglicherweise mit der Gefahr des Führerscheinsverlustes umgeht. Da beziehen wir uns hauptsächlich auf die Bußgeldverfahren. Dafür können wir es einwenden. Ich habe hier die alte Pappe. Man sagt ja bei uns im Schwabenland, sagt man Pappe weg, wenn der Führerschein weg ist. Ich denke, das wird auch in Norddeutschland gesagt. Das ist mein alter Führerschein, der echte Pappe noch. Das ist mein neuer und es geht einfach darum, was kann man tun, dass man diese Dinge nicht entzogen kriegt oder wie man es so schnell wie möglich, wie man es vermeidet, dass man es entzogen kriegt, wenn das droht. Bleibt einfach dran. Wir haben sehr, sehr spannende, wichtige Punkte. Ich denke, jeder, der das Video hört, kann, wenn er in so eine Situation kommt, sehr, sehr partizipieren. Und wir haben ganz am Schluss nochmal vom Video ein ganz interessantes Thema. Ein Punkt davon, also bleibt einfach dran. Und jetzt, sorry, wenn ich unterbrochen habe, legen wir los. Gut, ja, also vielen Dank. Die Hauptfrage, über die wir uns im Vorfeld auch schon unterhalten haben, ist einfach diese, was kann ich tun, wenn ein Fahrverbot droht, beziehungsweise wenn es auch möglicherweise schon ausgesprochen wurde. Ein Fahrverbot, wir kennen das alle, entweder haben wir es schon mal selbst erlebt oder im Bekanntenkreis, durch zu schnelles Fahren, eine Rotlichtüberschreitung oder andere Situationen, die einfach dazu führen, dass der Gesetzgeber sagt, jetzt ist es Zeit, eine temporäre Sperre sozusagen zu verhängen, die das Fahrverbot nun mal darstellt. Da gibt es einfach verschiedene Optionen und jeder Betroffene sollte wissen, dass er grundsätzlich die Möglichkeit hat, ein jegliches Verfahren zu überprüfen. Das bedeutet, jeder behördliche Vorwurf, der geht ab dann los, wenn Sie eine Anhörung erhalten, spätestens mit dem Bußgeldbescheid, können Sie mit einem Einspruch sozusagen an die Behörde herantreten, können über einen Rechtsanwalt eine Akteneinsicht beantragen und diese dann auswerten. Und wenn man es chronologisch, sage ich mal, angeht, das ist auch so unsere Tätigkeit, dann prüft man natürlich immer erst einmal, ist tatsächlich dieser behördliche Vorwurf formal richtig? Gibt es möglicherweise bei Einsatz von Messgeräten irgendwelche technischen Mängel? Gibt es Mängel in der Handhabung durch Beamte, die beteiligt waren? Man sollte grundsätzlich überhaupt prüfen, war möglicherweise auch ein Privatunternehmen beteiligt, was mittlerweile auf Basis der Rechtsprechung des OLG Frankfurt nicht mehr erlaubt ist.
Es handelt sich immerhin um eine hoheitliche Aufgabe. Privatunternehmen, praktisch Privatunternehmen Pizza aufstellt als Beispiel. Genau, und mehr oder minder dann seine Tätigkeit an Behörden beziehungsweise weitergibt und verkauft. Ja, das ist eben nicht mehr zulässig. Also all das muss überprüft werden. Ein Betroffener selber bekommt das niemals heraus. Er bekommt im Endeffekt nur den Bescheid hingelegt und es wird ihm vorgeworfen, dies und jenes getan zu haben. Und da muss man ansetzen. Gibt es dort Möglichkeiten, dass man bereits schon bei formalen Mängeln oder technischen Mängeln was findet, führt es meistens dazu, dass man das ganze Verfahren zu einer Einstellung bringt. Also dann fällt nicht nur das Fahrverbot weg, sondern mehr oder minder auch die Geldbuße und die da im Anschluss noch damit verbundene Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister. Das ist ja auch eine sehr bedeutsame Sache, nachdem im Jahr 2014 diese Reform kam und dieser ganze Punktekatalog verändert wurde. Wir stellen immer häufiger fest, wie schnell eine Fahrerlaubnis, auf die wir später noch eingehen, dann verloren werden kann, sodass es also nicht nur um das Fahrverbot selbst geht. Aber um zum Fahrverbot was zu sagen. Darf ich mir was fragen? Wenn jetzt ein Mangel ist in so einem Messgerät, woher wissen Sie das? Wissen Sie, was Sie für Bedingungen erfüllen müssen? Muss das der Behörde nachweisen? Müssen die das offerlegen, was Sie für ein Messgerät genommen haben? Ja, also rausfinden kann man das relativ schnell, wobei man festhalten muss, es gibt seltene Situationen, dass ein Messgerät eingesetzt wird, was nicht mehr zugelassen ist, sondern es ist eher die Frage, sind die Kriterien erfüllt, die eben der Gerätehersteller vorgibt? Kann ja auch ein neues Software-Update gekommen sein, es können möglicherweise kann allgemein ein Messgerät einfach eine neue Funktion erhalten haben. Dann erhält es meistens allerdings auch einen neuen Namen und hat somit seine eigenen Vorgaben und Formalitäten, die einzuhalten sind. Wir prüfen das, wir kennen das einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben Gutachter, die mit uns zusammenarbeiten. Wir können natürlich auch in gerichtlichen Verfahren Gutachter hinzuziehen. Und über Jahre hinweg, über die Kenntnis und auch das Vorhandensein eben dieser Betriebsanleitungen wissen wir, wo wir nach Fehler suchen müssen. Es gibt auch immer wieder Positionen, die wiederholen sich natürlich im Alltag. Es ist ein Massenmedium und somit entsteht auch in der Masse immer wieder eine Fehlerquelle, sehr häufig meistens an denselben Stellen. Okay. Und gibt es auch, habe ich schon gehört, wenn zwischen Verkehrsschild steht drauf 100 als Beispiel, dass eine bestimmte Strecke eingehalten werden muss, bis das Messgerät kommt. Also ich habe irgendwie schon im Fernsehen mal gesehen, dass der teilweise das zu kurz war und das hat man nachweisen können und dann war das Verbot vom Tisch. Das gibt es insoweit tatsächlich. Das heißt, offiziell ist es die Richtlinie. Es gibt sogenannte Richtlinien, die sind für die einzelnen Bundesländer vorhanden. Ich könnte jetzt als Beispiel nennen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin. Da muss man dazu sagen, das sind sogenannte Sollwerte. Also in Baden-Württemberg gibt es im Grunde nach überhaupt keine Richtlinie mehr, wo so ein Messgerät stehen muss. In Bayern kann ich Ihnen sagen, da sind es noch grundsätzlich 200 Meter als Soll und aber auch gleichzeitig als interne Vorgabe an die Behörde, dass das Messgerät eben hinter der Beschilderung vorhanden sein muss. In Berlin sind es 150 Meter. Aber wie gesagt, das ist eine Streiterei und später eine Einzelfallwürdigung, was ein Bußgeldrichter daraus macht, sollte es doch vielleicht zu nah am Schild stehen. Okay. Und was mich auch noch interessieren würde, wenn jetzt jemand absolut beruflich von abhängig ist, dass er Fahrerlaubnis hat. Und nehmen wir mal an, die würde ihm entzogen werden und ihm droht ein Rauswurf aus seiner Firma. Also der Chef sagt, du hör her, ich brauche die nur mit Führerschein, LKW-Fahrer oder irgend sowas. Kann man da mehr auf Gnade hoffen? Hat man da Möglichkeiten, da sagen wir, besondere Gunst zum bekommen in dem Fall? Also wenn jemand einfach berufliches Auto braucht und jetzt droht ihm so eine Sperre. Ja, also man kann auf jeden Fall was tun. Das Fahrverbot, und das ist durchaus, sage ich mal, das häufigste Thema, was uns so als Strafverteidiger im Verkehrsrecht sozusagen trifft. Die Mandanten rufen an und sagen, es ist mir eigentlich alles egal, nur schaffen Sie mir bitte das Fahrverbot vom Hals. Ich bezahle alles, die Punkte sind mir auch egal. Wenn es natürlich so einfach wäre, das wäre wunderschön. Es gibt allerdings genügend Optionen und Möglichkeiten, wie man um so ein Fahrverbot herumgehen oder herumkommen kann.
Sie benannten jetzt gerade das Thema der existenziellen Gefahr, sprich der Verlust des Arbeitsplatzes oder bei einem Selbstständigen möglicherweise sogar der Niedergang oder die Schließung des Betriebs. Das sind natürlich tatsächlich triftige Gründe, von so einem Fahrverbot abzusehen. Und ja, das ist auch schon die Antwort. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, frühzeitig bereits schon an die Behörde heranzutreten und unter Beachtung der obergerichtlichen Rechtsprechung des jeweiligen Bundeslandes oder der dortigen Oberlandesgerichte in Abstimmung eben einen Vortrag zu leisten, in dem man auch Nachweise beifügt, dass das möglicherweise geschieht, ja, dann besteht durchaus die Option, dass man von einem Fahrverbot herunterkommt. Also sollte jeder Betroffene beachten, eine reine Erschwernis im Alltag, das stellt natürlich keinen Grund dar, ein Fahrverbot aufzuheben, denn das ist das, was der Gesetzgeber ja möchte. Also man muss es mal schlichtweg so sagen, das Fahrverbot hat eigentlich eine Denkzettelfunktion und erzieherische Funktion und soll eben demjenigen in dem einen Monat oder zwei Monaten, wie auch immer und wie lange das Fahrverbot sein soll, eben darüber nachdenken lassen, was hat er falsch gemacht und warum macht er es in der Zukunft besser. Gleichzeitig steht aber auch fest, es muss im Verhältnis stehen und eben ein Verlust eines Arbeitsplatzes oder vielleicht auch eine körperliche Behinderung oder auch besondere familiäre Gründe, das kann auch mal der Fall sein, können im Einzelfall eben unter einem guten Vortrag dazu ausreichen, dass man das Fahrverbot aufhebt. Das geht auch sehr häufig. Wichtig ist eben nur, dass man es im Grunde nach richtig argumentiert und auch richtig belegt. Und von daher ist eigentlich immer da anzuraten, wenn es um solche führerscheinrechtlichen Maßnahmen geht, dass man sich mit einem qualifizierten Fachanwalt, bestenfalls einem Fachanwalt für Verkehrsrecht eben zusammensetzt und dann diese Dinge bespricht und vorträgt. Ja, gibt es da in Deutschland Gruppe oder wo einfach sagen wir, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt ein absoluter Spezialist, wie der das findet, oder muss einfach jeder suchen, wie er denkt? Also grundsätzlich sollte jeder suchen. Es ist wie mit einem Arzt auch. Die Wahl ist frei und auch vielleicht ist ein wichtiger Hinweis, wenn man eine Rechtsschutzversicherung besitzt, Sie haben trotzdem die freie Wahl. Sie können Ihren Anwalt in Stuttgart wählen, auch wenn Sie in Hamburg geblitzt worden sind und umgekehrt. Und gleichzeitig kann man auch an der Stelle anbringen, lässt sich jegliches Bußgeldverfahren zu betreiben, das auch wir in unserer Kanzlei bundesweit bearbeiten. Die Verfahren laufen heute schriftlich und auch die Korrespondenz mit dem Mandanten erfolgt telefonisch und zumeist per E-Mail. Und somit gilt es auch für die Suche, die Internetsuche, die freie Wahl ist da. Es gibt große Portale wie anwalt.de, wie Blitzeranwalt und dort finden Sie qualifizierte Fachanwälte für Verkehrsrecht. Aber prinzipiell, wenn jetzt jemand, als Beispiel, wir sind jetzt hier in Stuttgart, wenn jetzt jemand in Flensburg wohnt oder in Garmisch-Partenkirchen als Beispiel, der könnte nach Stuttgart kommen und kann überall hin. Das ist exakt, so ist es. Also die Wahl ist frei und ich kann es nur aus der Erfahrung heraus sagen, ein Großteil meiner Mandate sind eben nicht hier aus der Region, sondern ich betreue auch Kundschaft eben aus Düsseldorf, aus Hamburg, aus Berlin, die einfach über die Jahre zu mir gefunden hat und auch geblieben ist. Und insoweit stellt das für jeden kein Problem dar. Okay. Gibt es da eine Quote irgendwo, wo man schätzen kann, wie viel Prozent hat man schon aus Ihrer Erfahrung? Eine Quote ja, tatsächlich. Und zwar, ich habe im vergangenen Jahr selbst eine Statistik geführt. Das war eine ganz interessante Statistik. Und zwar hat die gezeigt, dass man über eine hohe Zahl an Fällen bei 68% aller Bußgeldverfahren eine positive Veränderung herbeigeführt hat. Also da muss man dazu sagen, eingeflossen sind dabei Kürzungen von Fahrverboten, Aufhebungen, gänzliche Einstellungen von Verfahren, Freisprüche, die dann im Gerichtsverfahren erlangt wurden. Also schon eine bedeutsame Zahl und es hat sich vor allem auch gezeigt durch die Einstellungen und Freisprüche, wie viel doch fehlerhafte Vorwürfe zu Beginn eigentlich im Raum standen. Hat man eine Chance, so ein Bußgeldverfahren in eine Geldstrafe umzuwandeln? Also praktisch, dass man quasi erwirkt, dass man weiterfahren kann und einfach, dass man dafür bereit ist, einfach höhere Summe zum Investieren. Gilt es auch als Erziehungsmaßnahme? Geht sowas? Ja, also im Grunde nach setzt die Frage da an, wo wir gerade eben waren bei dem Fahrverbot. Wichtig ist zu wissen, ein Fahrverbot, wenn es seine Aufhebung findet, weil eine Behörde oder ein Bußgeldrichter sagt, ja, dieser Vortrag ist ausreichend und die Situation ist glaubhaft dargestellt. Für mich steht dieses Fahrverbot nicht im Verhältnis zu dem Verlust oder dieser Einschränkung, die sie hinzunehmen hätten.
wird der Bußgeldrichter oder die Behörde im Normalfall sagen, wir heben dieses Fahrverbot auf. Um aber diese Denkzettelfunktion des Fahrverbots aufrechtzuerhalten, wird man automatisch die Geldbuße erhöhen. Es gibt Behörden, die verdoppeln, es gibt Behörden, die verdreifachen und es gibt auch in Einzelfall sozusagen meistens bei Gerichtssituationen, wo der Richter einfach sagt, Sie haben gute wirtschaftliche Verhältnisse. Ich erreiche nicht 160 Euro als Denkzettel aus, sondern wir erhöhen das möglicherweise sogar um 1.000 Euro. Aber das kann natürlich im Verhältnis zu einem existenziellen Verlust besser sein. Sprich aber im Umkehrschluss heißt das nicht, ich erkaufe mir durch einfach erhöhte Geldbuße ein Fahrverbot. Das wäre zu einfach. Das mag in anderen Ländern funktionieren, in Deutschland noch nicht. Aber wie gesagt, da bleibt es festzuhalten, es ist nur eine Folge, wenn argumentativ gut vorgetragen wurde. Was mich interessieren würde, das fahre ich auf der Autobahn oder jemand fährt auf der Autobahn. Man fährt unter einem Schild durch, das sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen, wo halt mit so Leuchtdiode oder Leucht-CDs drin sind, zeigt 100 an. So in einer Minute kann es sein, zeigt es 80 an oder 120. Jetzt werde ich an so einer, kurz danach kommt ein Blitzer. Gilt sowas als sicher oder kann man da einen Nachweis verlangen? Oder wie läuft das? Also Nachweis verlangen auf jeden Fall, sollte man auch tun. Ist ja immer wieder auf den Autobahnen festzustellen. Juristen nennen das Wechselzeichen-Schaltprotokoll. Okay. Dort ist das alles dokumentiert, auf die Sekunde genau, wann von welcher Beschränkung auf welche Beschränkung umgeschalten hat. Gerade da sind häufig tatsächlich Fehler festzustellen. Manchmal ist es tatsächlich sogar so, dass wir unterschiedliche Anzeigen haben. Man hat auf der linken Spur 100 und auf der rechten oder mittleren Spur nur 80 und dann merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wie gesagt, all das lässt sich immer mit dem anwaltlichen Beistand und der Akteneinsicht mit ROMES-Daten nachweisen, überprüfen. Und wie verhält sich das mit den Punkten? Jetzt habe ich als Beispiel auf meinem Handy telefoniert, ich bin mal, weiß ich, zu schnell gefahren, kriege so die Punkte zusammen. Wie kann ich Punkte abbauen? Wie geht sowas? Also Punkte abbauen, vielleicht ganz wichtig, wir haben ja mittlerweile ein neues System. Bereits bei Erreichen von 8 Punkten verlieren Sie gänzlich die Fahrerlaubnis, weshalb meines Erachtens nach heute schon der erste Punkt eine besondere Bedeutung hat und wichtig ist. Punkte abbauen kann man entweder über die Zeit, sprich wenn Sie einen Punkt erhalten haben, dann tilgt dieser sich genau nach 2,5 Jahren. Bei Verfahren mit 2 Punkten sind es 5 Jahre und aus Verkehrsstrafverfahren, die 3 Punkte hin und wieder mit sich bringen, wären es 10 Jahre. Wichtig ist zu wissen, dass man immer bei einem Punktestand von bis zu 5 Punkten freiwillig ein Punkteabbauseminar bei einer Fahrschule belegen kann. Dann wird einem ein Punkt abgezogen, klingt erstmal wenig, kann aber am Schluss dann doch immer sehr, sehr bedeutsam sein, gerade für Menschen, die vielleicht doch sehr viel unterwegs sind im Straßenverkehr und einfach aufgrund dieser massenhaften Teilnahme und hohen Kilometerlaufleistung einfach immer wieder Gefahr laufen. Weil praktisch der Punkt entscheidend sein kann, dass man über die 8 rüberrutscht oder die 8 erreicht. Diese Gefahr ist da. Wichtig ist noch ein Aspekt, da sollte auch jeder drauf achten. Das ist auch eine gute Sache, die der Gesetzgeber entwickelt hat. Man bekommt mittlerweile bei Erreichen der Grenze 4 und 5 Punkte eine sogenannte Ermahnung und in der nächsten Stufe bei Erreichen von 6 bis 7 Punkten nochmal eine Verwarnung. Das heißt also, man merkt es, wenn man in eine kritische Phase gerät, sollte die Behörde mal vergessen, eine solche Ermahnung oder Verwarnung zu erlassen und man würde tatsächlich in das Worst Case rutschen, 8 Punkte zu erreichen, dann war es Glück. Dann rutscht man wieder zurück auf die nächstbessere Stufe. Es passiert immer mal wieder, dass ein Betroffener 8 Punkte erreicht und die Behörde eine Anhörung versendet, sozusagen kurz vor dem Entzug der Fahrerlaubnis. Und wir dann feststellen, dass ein Betroffener eine sogenannte Ermahnung oder Verwarnung, die Behörde im Vorfeld aussprechen muss, eben schlichtweg vergessen hat zu versenden. Okay, und dann muss sie ihn zurückstufen, auch wenn er 8 Punkte hat, eben auf diese Stufe, auf der eben die Ermahnung oder Verwarnung hätte ergehen müssen. Wenn ich einen Bußgeldbescheid kriege, muss ich antworten drauf? Oder kann ich einfach mich totstellen und sage, warte mal ab, was passiert? Was ist da der Rat? Also eine relativ einfache Antwort, wenn Sie einen Bußgeldbescheid bekommen, müssen Sie dem Grunde nach reagieren innerhalb von 14 Tagen mit einem Einspruch. Der muss schriftlich erfolgen. Ansonsten wären jegliche rechtliche Möglichkeiten nicht mehr vorhanden, gegen diesen Vorwurf vorzugehen. Das ist wichtig. Wenn man ihn akzeptiert, muss man natürlich auch nichts machen. Dann reicht einfach das Bezahlen des Bußgeldes. Und wenn ich jetzt eine Firma habe ein Firmenfahrzeug
Jetzt kommt ein Bußgeldbescheid. Ich weiß nicht, wer gefahren ist. Wir haben schon so einen Fall gehabt. Kommt ein Foto, wo man nicht deutlich erkennt, wer gefahren ist. Was kann ich sagen? Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, wer gefahren ist. Also, ohne dass Sie gleich Fahrtenbuch. Tatsächlich, die Frage kommt sehr häufig. Vielleicht ganz kurz da noch verbessernd. Das ist dann kein Bußgeldbescheid, sondern dieser sogenannte Zeugenfragebogen an den Halter. Okay. So lautet er offiziell. Und dort wird eben der Halter, in dem Falle dann das Unternehmen, angefragt, mit der Bitte zu benennen, wer das Fahrzeug geführt hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, das Unternehmen sollte auf jeden Fall aktiv werden, da ansonsten und mittlerweile vermehrt festzustellen, eine Fahrtenbuchauflage droht. Das passiert zumeist erstmal nur auf das Fahrzeug mit diesem speziellen amtlichen Kennzeichen, kann aber bei Zuwiderhandlung auch mal für eine ganze Flotte auferlegt werden. Passiert das beim ersten Mal? Es ist eigentlich ausgeschlossen und in der Praxis noch nicht festzustellen, dass es beim ersten Mal passiert. Die Behörden sicherlich sind auch nicht doof und speichern sich solche Informationen ab. Und wenn die merken, es gibt hier wieder Zuwiderhandlung, dann werden solche Maßnahmen ergriffen. Wichtig wäre für das Unternehmen, zumindest mal mitzuteilen, an wen das Fahrzeug grundsätzlich überlassen war. Die Mitteilung zu machen, dass das Fahrzeug von einer speziellen Person geführt wurde, ist sowieso gefährlich, denn das Unternehmen selbst saß nicht mit im Auto und kann somit eigentlich auch nicht definitiv bestätigen, dass die Person das Fahrzeug geführt hat. Von daher immer die Variante des Überlassen anwählen und einfach mal den Namen mitteilen und dann kann sich der Betroffene selbst dann ja noch darum kümmern. Kann man über die, obwohl das ist natürlich allgemein, über die Entzugszeit, also wenn die jetzt wenn androht wurde, ist als Beispiel ein Monat Fahrerlaubnisentzug, kann man das durch gute Vorträge auch runterkriegen, nur 14 Tage zum Beispiel, wenn man es gar nicht wegkriegt, oder? Also das geht nicht. Die Fahrverbote sind immer monatsweise sozusagen festzulegen und können auch nicht gesplittet werden. Also sprich, Sie können nicht ein einmonatiges Fahrverbot, was übrigens nicht 4 Wochen sind, sondern ein kalendarischer Monat, nicht im Splitting abgelten, immer nur am Stück. Ab wann ist denn überhaupt kritisch? Wenn ich in der Ortschaft, darf ich nochmal 50 fahren? Ab wann ist kritisch? Wenn ich, glaube mit 40, wenn ich mit euch, oder 40? Also es gibt verschiedene Kriterien. Beginnend mal, ab wann gibt es denn einen Punkt? Einen Punkt gibt es immer ab 21 Stundenkilometer zu viel, okay, im Bereich von PKWs. Wir lassen mal LKWs außen vor. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob innerorts oder außerorts. Ab 21 gibt es den Punkt. Das Fahrverbot, das ist viel wichtiger, das gibt es ab 31 Stundenkilometer innerorts oder ab 41 Stundenkilometer außerorts. Und darüber hinaus nochmal eine ganz wichtige Regelung, die sollte auch jeder wissen. Wenn man mal 26 Stundenkilometer zu schnell fuhr und dieses Verfahren erlangt dann seine Rechtskraft, entweder weil man einfach den Bußgeldbescheid dann akzeptiert hat und die 14 Tage Einspruchsfrist vorbei ist, gilt eine einjährige Bewährungszeit. Und in dieser Zeit darf der Betroffene nicht noch einmal 26 Stundenkilometer oder mehr fahren, sonst würde er tatsächlich direkt einen Monat Fahrverbot erhalten, egal ob inner- oder außerorts. Okay. Also praktisch, was haben Sie gesagt, innerorts? Innerorts ist es, wie gesagt, für einen Fahrverbot 31 km/h und außerorts 41 oder die Zusammensetzung von 2x26 km/h innerhalb eines Jahres. Okay. Und alles, was eben unter 21 km/h liegt, das ist sozusagen Verwarnungsgeld. Da gibt es dann irgendwo im Bereich 15, 20, 30 Euro. Jedoch mit der Folge, dass nichts im Fahreignungsregister eingetragen wird. Thema Handy. Erwischen werden mit dem Handy telefonieren im Auto. Mir selber ist das leider schon mal passiert. Ich wollte nicht und habe das Ding in der Mitte liegen gehabt und hat es klingelt. Ich gehe ran und hinter mir fährt eine Streife, hat mich schön überholt, kam das Licht, bitte folgen. Und was natürlich, ich habe mir jetzt nicht gewehrt, vielleicht hätte ich mir wehren können, aber da würde mich mal interessieren, was man da tun kann. Also auch darauf gibt es eine ganz klare Antwort. Es ist wie eigentlich bei allen Verfahren immer eine Frage, was kann bewiesen werden. Grundsätzlich, das ist immer mit anzubringen und das halten auch wir für sinnvoll,
Man sollte tatsächlich darauf verzichten, ein Handy im Straßenverkehr zu verwenden. Die Gefährlichkeit ist einfach zu groß. Aber dennoch, wir haben eine Verteidigungssituation und wir sind Rechtsanwälte. Ist und bleibt erstmal eine Ordnungswidrigkeit, kann man sich natürlich zur Wehr setzen, klassisch mit dem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid. Und dann ist wichtig zu prüfen und zu schauen, welche Beweismittel sind gegeben. Meistens entstehen diese Verstöße durch eine Wahrnehmung eines Beamten, entweder durch eine gezielte Kontrolle, was ja heute innerstädtisch sehr häufig stattfindet, oder eben über Blitzerbilder, wo einfach der Betroffene während der Geschwindigkeitsüberschreitung auch noch ein Mobiltelefon in den Händen hält. Wichtig ist zu wissen, ein reines in den Händen halten des Mobiltelefons stellt noch nicht gleich einen Verstoß dar. Denn der Gesetzgeber möchte eins, er möchte ja diese Gefährlichkeit durch das Verwenden des Mobiltelefons und damit auch der Ablenkung im Straßenverkehr möchte er sanktionieren. Wenn er das reine in den Händen halten sanktionieren wollte, dann müssen wir uns fragen, dann dürfte ich auch keine Cola-Dose oder anderweitigen Gegenstand mehr in der Hand halten. Von daher, das ist sehr wichtig. Sprich, es muss nachgeschaut werden, konnten die Beamten auch feststellen, ob eine Bedienfunktion vorlag. Hat einer getippt, hat er wissentlich auf das Handy geschaut, um somit vielleicht als Indiz zu sagen, er hat eine Nachricht gelesen und dadurch die Ablenkung vorhanden ist. Aber was sehr häufig passiert, es nimmt einer das Handy aus der Brusttasche und legt es dann irgendwie nur zur Seite oder er bringt es von einem Ort zum anderen im Fahrzeug während der Fahrt oder manchmal ist es zwar nicht nachvollziehbar, aber hält es einfach nur am Lenkrad, weil er die Fahrt begonnen hat. Da gilt es genau hinzuschauen. Und diese Verfahren, die werden sehr häufig eingestellt. Natürlich werden auch sehr häufig Verfahren eingestellt, indem man einfach im Rahmen der Beweisaufnahme eine Situation schafft, in der einfach Zweifel entstehen. Und Zweifel sind ja klassischerweise meistens positiv für den Betroffenen und führen dann zu einer Einstellung, bestenfalls sogar zu einem Freispruch. Und wenn ich jetzt ein Handy habe und höre YouTube an nebenher, drück praktisch auf YouTube, legst die Mittelkonsole, ist das erlaubt oder ist nicht erlaubt? Das wäre nicht erlaubt. Das wäre die gerade angesprochene Bedienfunktion. Einmal aufs Handy gedrückt, ist bedient und aktiv eingesetzt und damit wäre der Handyverstoß tatsächlich auch begangen. Die Frage ist aber jetzt für mich, jetzt hat es jemand gesehen vom Streifenwagen, wo hinter mir fährt oder hinter jemand fährt oder links oder rechts oder steht vielleicht am Straßenrand irgendwo, gilt vor Gericht, wenn der sagt, ich war ganz sicher, der hat tippt, und der Autofahrer sagt, nee, ich habe es in der Hand gehabt, ich wollte es auf den Sitz legen. Wie geht es dann aus? Wie das ausgeht, das ist das berühmte Hornberger Schießen. Ja? Das hängt davon ab, wie gesagt, was glaubt der Richter wem? Jetzt hat natürlich der Beamte immer eine ganz gute Stellung. Der ist erstmal sehr glaubwürdig als Person. Und dann hängt es aber halt auch davon ab, ob seine Aussage an sich irgendwo glaubhaft ist. Und sprich, inwieweit macht es Sinn? Was konnte er sehen? Als Verteidiger müssen wir genau hinterfragen, wie hoch war das Auto? Waren die Heckscheiben möglicherweise verdunkelt? Also sprich, hat er überhaupt diesen Blick gehabt oder nimmt er nur einfach Rückschluss, was sehr häufig passiert, aufgrund irgendeiner Haltung oder Bewegung, die dazu führt? Ich habe das gerade vor 2 Wochen einen Fall gehabt, da hat sich einer zur Mittelkonsole hingelehnt und seinen Kopf nach unten genickt. Und der Beamte meinte, das reichte aus für einen Handyverstoß. Das kann natürlich nicht sein. Also das kann der Griff zur Zigarettenschachtel oder zum Radio gewesen sein. Es war nicht ansatzweise erkennbar, ob ein Mobiltelefon im Spiel war. Von daher, aber es passiert leider immer wieder so. Ja. Okay. Ja. Gut, sind wir eigentlich, denke ich, mit dem Thema, so Fachthema Bußgeld, also praktisch temporärer Fahrerlaubnisentzug, sind wir durch. Ja. Okay, wir müssen noch schauen, wie lang das Video wird. Das zweite Thema ist dann Verkehrsstrafrecht, Trunkenheit im Steuer, Führerschein weg, rote Ampel überfahren oder Unfall in schweren Führerschein weg. Das Interview ist beendet, ich bin wieder daheim bei mir im Büro. Ich denke, das Video war sehr, sehr informativ, es hilft jedem. Ich verlinke unter dem Video einmal die Adresse von dem Christian Fuhrmann. Ich möchte jetzt keine Schleichwerbung für ihn machen, aber ich weiß, dass er sehr, sehr gut ist. Wenn ihr ein Problem habt, dürft ihr euch jederzeit an ihn wenden, fragen, ob er das betreuen möchte oder nicht, oder wendet euch an jemand anders. Der Christian Fuhrmann ist auch zu finden unter dem Internetportal blitzeranwalt.com. Aber wie gesagt, ich verlinke diese Daten unter dem Video. Und wie gesagt,
Wenn euch der Führerschein oder wenn dir jemand, wo jetzt zuschaut, der Führerschein schon entzogen wurde, dann schau unbedingt das andere Video an. Wir verlinken es unter diesem hier. Und jedem, wo dieses Video jetzt gesehen hat, würde ich empfehlen, schau das andere Video mit an, weil einfach Informationen draufstehen, vorbeugend. Wie kann man vermeiden, dass ein Führerschein entzogen wird? Wie bekommt man so, wenn er weg ist, wie bekommt man so schnell wie möglich wieder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Nutzen davon gehabt habt, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich würde mich über ein Abo freuen, lasst ein Abo da. Drückt die Glocke, dann bekommt ihr immer wieder Informationen, wenn es interessante Videos gibt. In der Regel geht es um das Thema Unfallschäden, Geld, Zeit und Ärger sparen bei technischen Schäden, aber eben auch rund ums Auto, allgemeine Themen vom Autofahren, wie dieses jetzt mit dem Führerschein hier. Es lohnt sich ab und zu reinzuschauen und wenn ihr die Glocke drückt, bekommt ihr mit, wenn es ein neues Video gibt. Verteilt das Video gerne an eure Freunde, an eure Bekannte, weil es ist sehr, sehr hilfreich für jeden, wo das hört. Ihr macht jedem einen Gefallen, dem, wo ihr das Video weiterleitet. Macht einfach Werbung für das Video. Es bringt allen was. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, gute Fahrt mit dem Auto, unfallfrei und dass euch der Führerschein nicht entzogen wird. Bernd Hertfelder, Kraftfahrzeug-Sachverständiger.